Am Freitagabend sollte es dann losgehen zum Start unserer Herbstreise. Allerdings war die Stauvorhersage auf allen Routen in Richtung Süden verheerend, sodass wir uns entschlossen, erst einmal die A29 Richtung Ahlener Heide zu fahren und kurz bevor der Stau auf der A1 losging, in Vechta einen Zwischenstopp über die Nacht zu machen. So blieben wir über Nacht in Vechta und machten am Samstagmorgen noch einen kleinen Bummel durch die Innenstadt. Die Stausituation am nächsten Morgen hatte sich nicht wirklich entspannt und so fuhren wir über Bundesstraßen in Richtung Osnabrück und dann in Richtung Bielefeld und Paderborn. Kurz hinter Paderborn verließen wir die A33 und bogen auf die A44 Richtung Kassel ab. Beim ersten Tankstopp dieser Reise wurde uns erst bewusst, wie elitär unsere Reiseform ist. Für 1,80 die Liter Diesel habe ich noch nie getankt und Super Plus für 2,11 Euro ist auch eine klare Ansage. Für die Nacht von Samstag auf Sonntag hatten wir uns einen kleinen Stellplatz in Ehlen am Habichtswald ausgesucht. Der Habichtswald liegt etwa 20 Kilometer vor Kassel. Gegen späten Nachmittag machten wir noch eine kurze Wanderung in Richtung Erlenbach und ließen uns danach einfach in die Kojen fallen. Am Sonntag ging die Reise dann weiter und kurz hinter Kassel bogen wir auf die A7 in Richtung Würzburg. Unseren Stellplatz für die Nacht fanden wir an der Sinn in Altengronau in der Nähe von Bad Brückenau. Auch hier machten wir zum Nachmittag noch einen kleinen Spaziergang und fanden einen Barfußpfad und eine Kneippwassertretanlage. Da die Vorhersage für den Montagmorgen super sein sollte, nahm ich mir ganz fest vor, noch vor dem Frühstück die Kneippanlage auszuprobieren. Das mit dem Wetter klappte leider nicht, es war am nächsten Morgen nebelig, trotzdem ließ ich es mir nicht nehmen, vor dem Frühstück die Kneippanlage auszuprobieren. Doch die Füße mussten auch ins kalte Wasser. Wow.
Wenn es kalt wird, soll man raus. Das ist jetzt. Da stand 15 Sekunden. Alter Schwede, das war ganz schön kalt. Aber schön ist, wenn es warm wird. Jetzt an den Beinen. Eigentlich wollte ich im Anschluss auch noch den Barfußpfad gehen, allerdings waren wir nicht mehr danach und so frühstückten wir zuerst. Das war ja klar. Kurz nachdem Kathleen den Wunsch äußerte, den Barfußpfad doch noch auszuprobieren, kam natürlich die Sonne raus und so hatte sie Glück, bei bestem Wetter den Pfad barfuß zu gehen. Direkt nach dem Barfußpfad machten wir uns auf. Wir hatten uns eine Route aus dem Trackbook Bayern Nord 25 Abenteuerrouten für Vans, SUVs und Offroader rausgesucht. Es sollte auf die Strecke 46 Abschnitt Nord gehen. Die Strecke 46 ist die vergessene Autobahn. In den Wäldern und Tälern zwischen Gemünden am Main und Bad Brückenau liegt ein Stück europäischer Verkehrsgeschichte versteckt. Hier sollte damals die knapp 70 Kilometer lange Strecke 46 zwischen Fulda und Würzburg entstehen. Als Vorläufer der heutigen Rhön-Autobahn A7 hatte sie als Nord-Süd-Verbindung schon zu Beginn des Autobahnbaus eine herausragende Funktion. Die Strecke 46 ist ein einzigartiges Technikdenkmal und steht europaweit einmalig unter Denkmalschutz. Bei der Planung des Streckenverlaufs orientierte man sich damals nicht nur an wirtschaftlichen Aspekten. Zur Zeit des Nationalsozialismus waren solche Bauvorhaben vor allem ideologisch motiviert. Das Netz an geplanten Reichsautobahnen war Teil der Propaganda, mit der die Menschen beeindruckt werden sollten. Die Straßen des Führers, wie sie genannt wurden, sollten durch besonders reizvolle Gebiete Deutschlands führen und dem Autofahrer somit die Schönheit Deutschlands vor Augen halten. Anfang des 20. Jahrhunderts dienten Autostraßen und Autobahnen also nicht nur immer den ökonomischen Interessen, sondern waren oftmals als Erholungsstraßen angelegt, auf denen der Bürger fahren und sich dabei die Schönheit seiner Heimat vergegenwärtigen sollte. Die Strecke 46 ist mit ihrer Länge von knapp 70 Kilometer die längste historische Autobahnruine Deutschlands und zugleich ein Technikdenkmal aus den Anfängen des deutschen Autobahnbaus. Alle noch verbliebenen Bauwerke entlang der Strecke stehen deshalb unter strengem Denkmalschutz. Etwas später am Ende der geschotterten Hochstraße fahren wir auf der Bundesstraße unter dem Bauwerk 91 der Unterführung Ortsverbindung Burgsinn-Gräfendurch durch. Eine Brücke steht hier einfach so ohne Anschlussstücke links und rechts in der Gegend. Am Ende des Tages landeten wir in Gemünden am Main und wir machten einen kleinen Ortsbummel. Eigentlich hatten wir vor, hier im Ortskern in der Radschenke unser Abendessen einzunehmen. Allerdings waren wir nach dem Spaziergang so durchgefroren, dass wir uns entschlossen, doch noch schnell im Wohnmobil zu kochen. Und so gab es Weißwein mit Scampis. Everything is alright. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you.
Mit Blick auf die fränkische Saale ließen wir den Abend ausklingen und freuen uns auf morgen. Morgen fahren wir den Südteil der Strecke 46.